Ja. Du Viech, nervst. Du Viech, bist tot. Das ist schon mal etwas. Du bist nur lästig, dich kann ich aber gut ausmanövrieren hier. Kann dir Leben abziehen. Au. Und ich kann dir wehtun. So geht das nämlich. Das kennen wir bereits. So, plus ein Tick. Ist schon mal was Gutes. So, dann jetzt ein Save, dass wir das nicht nochmal wiederholen müssen. Ja, das kann wehtun. Ah. So, dich habe ich tot gekriegt. Eine Energy Cell. Oh, das ist mal was Neues. So, benutzen wir einfach mal gleich eine zum Nachladen. Okay, durch diese Tür kommen wir nicht so leicht. Und ja, kommen wir auch nicht so leicht durch. Also der Dampf, der tötet uns. Jetzt wissen wir mittlerweile, dass da Instant Dead ist. Aber wir können den Dampf blockieren. Ich will nur sicher gehen, dass dahinter nichts ist. Was uns irgendwie Probleme machen könnte. So. Munition und noch ein Brief. Ah, von Alfred Mannheim oder Mannheim. Am Morgen war ich dabei, die Welder-Drohne, was auch immer Welder jetzt gerade bedeutet, mit neuen Fumium-Batterien zu kalibrieren, die aus den Laboren geschickt wurden. Ich bastelte am Uhrwerk herum. Und schaffte es, einen Performance-Gewinn von 40% zu erreichen. Was großartig ist. Unglücklicherweise hat die Drohne irgendwann angefangen, sich irrational und seltsam zu verhalten. Später in diesem Tag hat sie mich sogar angegriffen. Ich habe glücklicherweise überlebt, weil ich diese Maschine rechtzeitig deaktiviert habe. Ich empfehle es wirklich nicht, die neuen Batterien
in die Drohnen zu installieren, die auf diesem Flur arbeiten. Ich warte für weitere Instruktionen vom Büro. Alfred Mannheim, Maintenance Foreman. Okay. Also wissen wir jetzt schon mal, dass die Fumium-Batterien schuld daran sind, dass die Drohnen durchdrehen. Wow. Aha. Au. I need a key. Willst du mich veralbern? Ach, wo kommst du jetzt her? Das hat nichts gebracht. Ich lade. Weil ich jetzt schon mal weiß, dass hier ein böser Ort ist. Okay. Au. So. Du bist weg. Du nervst noch ein bisschen. So. Gucken wir mal, ob wir sehen, aus welchem Loch ihr gekrochen gekommen seid. Werden wir wahrscheinlich eher nicht. Nö. Au. Das ist jetzt unpraktisch. Ja. Komm, Feuer. Ja. Okay, dem Ding kann ich nichts entziehen. Schieß. Ja, schieß ruhig weiter. So, das waren schon mal 20. Oh, puh. Zum Glück habe ich das jetzt beides mal geblockt. Das, obwohl ich nichts anhab, womit ich blocken kann. Da scheint es weiter zu gehen, aber ich lasse mich nicht um das Fumium von dieser Kanone hier bringen. Ich mache das Ding kalt.
So. Genau, und die Grim gibt mir sogar noch Munition. Ja. Dafür ist es praktisch, das Ding aufzubewahren. Das wäre halt schneller, das Ding, aber ne. Der Hammer ist besser, meiner Meinung nach. Und ja, dieser Pumpraum, der schreit auch ein bisschen nach einem Secret. Weil bis jetzt habe ich kein einziges gefunden. Hier knarzt es ganz schön. Da geht es auch noch in einen Raum rein. Hier geht es auch in einen Raum rein. Den ich von hinten mal einfach zumachen kann, okay. Da hinten leuchtet was rot. An dieser Türe. Ah. Also ich habe jetzt erstmal keine Ahnung, was ich mit dieser Kiste soll. Kann sie nämlich garantiert nicht einschlagen. Nee. Sind doch etwas zu stabil, die Dinger. Das führt mich wieder in einen anderen Raum. Mhm. Ja, das Gemeine ist, es ist hier weitflächig. Da hinten ist auf jeden Fall etwas. Ich würde sagen, ein Krabbler. Okay. Okay. Ja. Hör auf wegzuspringen, wenn ich dir Leben abziehen will. So, Nummer 1 ist tot. Ja. Schöner Crit. Jetzt hat sich selber getötet. Oh. Advanced Blowtorch. Where's Mannheim? Von John Orwell. Hey Dude. Hey Kumpel. Hast du den alten Mannheim letztens gesehen? Kann ihn nirgendwo finden.
Und ich brauche ihn, um die Rohre in der Nähe des Boilers zu ersetzen. Wenn wir es nicht bald tun, werden sie uns um die Ohren fliegen. Besonders wenn es zu der kleinsten Druckänderung kommt. Es ist wichtig. John Orwell, Maintenance Unit. Okay, dann wissen wir schon mal, wir müssen die Boiler ihnen um die Ohren jagen. So, Liam Howell kann auch mal zu. Und Lucy Page auch. Ja. Den Raum habe ich gar nicht gesehen. Gilt der als Secret? Statistics? Nein. Auch nicht schlecht. Ja toll, hier kann ich den Rückweg aufmachen, fällt mir gerade so auf. Könnte ich jedenfalls, wenn ich wüsste wie. Ja, ich kann die Kiste nur in die Richtung verschieben. Da bringt sie mir was? Also, dass ich mir damit total den Rückweg verbauen kann. Okay, ich bin jedenfalls schon bei 2 von den. Bin ich ja losgeworden. Da ist Nummer 3. Ah, ein schöner Quit. Da geht's lang. Ja, ich muss gucken, dass ich dem Viech nochmal Leben abziehe. Bevor ich es in Grund und Boden stampfe. Denn ich muss auch wieder auf meine Repair-Packs achten, wenn ich sie mal für den Notfall brauche. Hier war eins von den Viechern drin. Klar, wenn ich den Knopf... Ach nur, wenn ich den Knopf drücke, geht's da auf. Wenn ich den Knopf drücke, geht's hier auf? Oh nee. Blödes Drecksviech. Hier drin könnte ich mich verstecken. Ein Veteran Shield. Das kommt wirklich gerade praktisch. Block Chance, Block Amount, Integrity vor allem Dingen höher. Und dann kriegst du das Schild. Ja,